Und damit willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt in einer neuen Aufnahme, die aber nicht gar nicht so lange sein wird, weil im Hintergrund lädt bereits der heute erschienene DLC Heart of Stone runter, den ich natürlich dann gleich in das Spiel integrieren werde und den wir uns natürlich auch sofort, also soweit es möglich ist, zusammen erkunden werden. So, wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns im Dorf. Oh verdammt, ich habe den Namen vergessen. Ich muss aber schnell auf die Map gucken. Wir sind in Heidfelde. Heidfelde wurde von der wilden Jagd platt gemacht. Und wir haben hier Informationen über Ciri gefunden. Und zwar haben wir erfahren, dass Ciri sowohl bei den Baronen zu Gast war, als auch mit einer Hexe im Sumpf aneinander geraten ist. Das heißt, wir haben im Moment zwei Spuren, die Hexe und den Baron. Frage ist jetzt, welcher der Spuren gehen wir nach? Moment, nicht so, Journal, so. Findet die Hexe, vor eigene Faust, befrage die Bewohner Mittelheims nach ihr. Ich bin dafür, wir klemmen uns zuerst an die Spur der Hexe. Das ist eigentlich noch ein ganzes Stück weit weg. Egal, wir haben ja den Plazinator. Damit sind wir ja relativ gut zu Fuß, wenn wir nicht an einem Netz hängen bleiben würden. Kommen wir hier durch? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ja, kommen wir durch. Gut. Lauf, Plätze, lauf, bevor ich dich verkaufe. Gegen ein schnelleres Pferd austausche. Ich habe keine Skrupel, dies zu tun. Das Plätze ist übrigens auch ein Running Gag von Geralt. Das erfährt man in den Büchern. Jedes Pferd, das er hat, und nun ja, als Hexer braucht er halt einige. Jedes Pferd, das der gute Mann hat, heißt Plätze. Das ist nicht dein Tag. Oh ne, die möchte ich aber gerne noch behalten. Oha, Level 7, es wird heftiger. Okay, wir können vergiften, das ist interessant. Na naja, gut, Vipern-Ausrüstung macht ja irgendwie Sinn. Viper ist ja eine Giftschlange. Komm her, Freundchen, hör auf zu blocken und stirb. Aua! Friss was. Glaube ich nicht. Dir wird es noch leid, dass du existiert hast. So, gib mal alles her. Schön die dicken Äxte mitnehmen. Sind zwar nichts wert, aber egal. Wir sind eine Elster, wir horten alles. Hatte ich eigentlich gar nicht vor, hier halt zu machen, aber ich meine, hey. Ich werde mich jetzt auch nicht darüber beschweren. Schema Jägerhose, okay. Können wir hier noch plündern? Moment, mal kurz gucken. Okay, da, weil ich war gerade überlegen, weil ich hatte in der letzten Aufnahme die Zugriffstasten für Zeichen und Dings hier. Ich hätte fast gesagt, Adlerauge, Hexersinne auf andere Tasten an meiner Maus gerichtet. War mir nicht sicher, ob ich die auf eine wiederfinde. Habe ich aber. Genau. Und das war die Taste für Sekundärwaffe. Gut. Lauf, Plätze. Genau, Plätze, lauf. Wie gesagt, ich verkaufe dich sonst. Tausche dich gegen schnelleres Pferd aus. Da habe ich überhaupt keine Skrupel. Ich habe dann die beiden noch gerade einen schnellen Schluck getrunken. Das hat man nicht gehört. Ja, sehr effektiver Zaun hier auch übrigens. Der Zaun hier, vor dem Plätze gerade steht, ist sehr effektiv. Komm schon. Na gut, er ist tatsächlich effektiv, ironischerweise, weil Plätze ja tatsächlich gerade hängen geblieben ist. Plätze ist sowieso ein Phänomen. Dieses Pferd ist unfassbar. Nein, es war gerade nicht betrunken. Ich bin manuell Schlangenlinien gelaufen. Huch. Oh, da kommst du doch runter, Plätze. Also wirklich. Komm sogar ich runter. Na ja, gut, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ach, ihr wisst, was ich meine. Na nu? Ah, wir sind sogar schon am Ziel, weil das hier ist die Hütte der Hexe. Oh, sorry, Spoiler. Hä? Muss ich mir echt abgewöhnen. Gute Frau, die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht. Wer ist das denn? Interessant. Auf jeden Fall haben wir die Hexe gefunden. Ich glaube, das hätte
werdet ihr an dieser Stelle auch spätestens. Wir kommen lieber morgen wieder. Ja, aber ich nicht. Ich bin. Ist jemand zu Hause? Gewöhnliche Salbe. Nichts Besonderes. Rezept für schwarzen Kajal. Aha. Jetzt können wir uns Kajal herstellen. Woohoo. Wo ist sie denn hin? Hier badet sie auf jeden Fall. Soll ich sie auch mal wieder sauber machen? Sieht ein bisschen staubig aus. Was haben wir hier? Eine ordentliche Bibliothek hat sie da zusammengetragen. Naja, ein paar Bücher. Nanu. Der braucht schon eine Leiter, wenn das auch so geht. Plündern wir die gute Hexe erstmal. Das ist grundsätzlich eine vernünftige Vorgehensweise, finde ich. Gift der Erhängten. Ja, das ist ja mal sehr vertrauenserweckend. So. Erfolgreich geplündert. Und dann gucken wir mal, wo die gute Frau hin ist. Muss ja hier irgendwie einen Hinweis geben. So, ganz alibi-mäßig. Jetzt fast gesagt, machen wir das mal wieder zu, aber geht gar nicht. Na gut. Boah, nicht reinfallen, Geralt. Solchen Tand sieht man in Velen selten. Nanu, was ist denn hier? Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Da ist sie hin. Hierhin ist sie also verschwunden. Korrekt, Captain Obvious. So, so. Nett hier. Ich ja, doch. Ich habe mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Madame kennt uns also, aha. Eine ehemalige Geliebte. Freundin. So, das heißt, ich versuche mal zu erspielen, wie sie ihr Dingsbums da beheizt, aber das geht eh von unten nach oben, das Wasser, bilde ich mir das ein. Sei gegrüßt, Hexer. Hallo. Hallo. Hast du was vergessen? Finde ich oh. Nicht. Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nicht nur. Nein, zum Leben. Dreh dich um und warte. Will ich aber nicht. Die beiden kennen sich auf jeden Fall. Och man. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Voltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ja, warum sind wir hier? Das fragen wir gleich. Erstmal versuchen wir noch mal ein bisschen Informationen aus der guten Frau rauszukriegen. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein. Ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen. Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Oha, das hört sich ja nicht so gut an. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Stimmt. Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Im hier unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Zur Erklärung, die Loge der Zauberin war ein Verbund aller Zauberinnen der Königreiche sozusagen. Zusammenschluss der mächtigsten Zauberinnen, nicht aller.
Und die waren halt extrem mächtig, hatten also beratende Funktionen bei den Königen inne und es war sozusagen ein nicht Geheimbund, aber ein sehr, sehr mächtiger und sehr einflussreicher Verbund. Und der ist nicht unbedingt beliebt gewesen, weil halt mächtig. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Gut. Zu einem anderen Thema. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ist ein Argument. Sie will sich ja nicht zu erkennen geben. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat ja jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Ja. Wer war das? Wer war das? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe? Nein. Meine immerwährende Dankbarkeit. Reicht das? Das ist nicht zu verachten. Aber du gerätst gerne in Schwierigkeiten. Ich sollte wohl lieber etwas verlangen, das du mir sofort geben kannst. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Interessant. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Das machen Elfen gerne, auf Fragen mit Gegenfragen antworten. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja. Er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Das machen wir doch. Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Oh, süß, Kanickel. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Ja gut, ich glaube, auf diese Folge muss auf jeden Fall FSK 18. Wegen den eben sehr deutlich sichtbaren, pikanten Inhalten. Ja. Brechen wir auf. Gehen wir einfach mal, schadet ja nicht. Los geht's. Haben wir nicht viel zu verlieren. Außer unser Leben. Und Ciri. Und ja, doch, wir haben viel zu verlieren. In der Nähe des Dorfs Kleinweg, einige Stunden später. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Das wäre jetzt auch so meine Vorgehensweise. Na los! Vella Glan!
Ja. Huch. Da oben ist wer? Sieht aus wie die Wilde Jagd. Ich wollte sagen, sieht aus wie Wilde Jagd. Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Hochphilosophisch, Geralt. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Mach einfach. Navigator ist übrigens eine Art Magier. Die arbeiten allerdings ein bisschen anders, haben eine andere Form von Magie als zum Beispiel Kira jetzt. Los, teleportier mich. Huch! Verdammte Portale, ich frag mich, wo Kira jetzt ist. Nerviger Trunkene. Ja, ich bin dann trotzdem mal, weil wir brauchen ein bisschen Monsterbeute. So, wie tauche ich jetzt? C. Na nun, Kiste? Oh, das hat sich aber gelohnt. Okay, hier kann ich noch nicht auftauchen. Hier aber. Ja, ich weiß, auf YouTube sieht man gerade relativ wenig, aber es ist auch bei mir dunkel. Ich sehe auch nichts. Lässt sich in diesen Ruinen leider nicht ändern. Bäh, noch mehr von denen. Aua! Aua! Mensch! Ungehobeltes Pack. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich keine Lust habe, in die Dämpfe zu gehen. Die sind nämlich nicht allzu gesund. So, wir suchen die Kira, die hier noch irgendwo sein muss. Huh, was blüht? Nanu, wer ist denn das? Wasserweib. Naja, ich seh nix. Ich seh nix. Hey, das ist ein bisschen stärker. Ha, wir brauchen bald ein bisschen neue Ausrüstung, stelle ich fest, weil wir kriegen ganz schön Damage reingedrückt. Kann ich irgendwie was essen? Nein, das wollte ich nicht. Naja, gut. Wie war das jetzt? Okay, Y, war richtig. Wo ist Kira? Das ist eine berechtigte Frage. Vor allem, wo bin ich hier? Irgendwie gibt es hier irgendwas zu plündern. Ha. Kira? Nebling. Ah, Neblinge sind ungemütlich. Ich mag die nicht. Ich glaube, man sieht ziemlich eindrucksvoll, was er macht. Nervig, aber nicht weiter gefährlich. Kira? Hier scheinbar nicht. Geralt! Das klingt vielversprechend. Geralt, tu doch was! Sie krabbeln auf diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Lila Gär! Die gute Dame scheint Angst vor Ratten zu haben. Huh. Moment, habe ich ihn nie ausgerüstet? Habe ich, glaube ich. Mal gucken. Ja, habe ich. Och, Mädel, das sind nur Ratten. Stell dich mal nicht so an. Die können mir nicht mehr was tun. Oder? Weißt du, was für Krankheiten sie übertragen? Nee. Es lohnt sich gar nicht, die zu töten. Mann. So. Danke.
Ja, Hexe, aber Angst vor Ratten. Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung. Aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Nee. Müssen wir nicht. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mache ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Das war ein bisschen sehr hart. Lass uns gehen. Yella Glam! Na gut, lauf. Moment. Egal. Nanu? Das ist der... Das ist der Elf. Was war das? Eine Illusion? Nein. Eine morphotische Projektion. Was für ein Ding? Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten.